Auch wenn der Kinderwunsch groß ist, es gibt viele Paare, die auf natürlichem Wege leider keinen Nachwuchs bekommen können. Mit einer künstlichen Befruchtung kann aber geholfen werden. Mittlerweile gibt es große Fortschritte, schnellere und genauere Diagnosen zu stellen. Das war ein Kernthema beim 7. Bayreuther Symposium für Reproduktionsmedizin, Endokrinologie und operative Endoskopie. Fetale Zellen aus der mütterlichen Blutbahn zu isolieren und diese dann auf genetische Krankheiten zu testen. Das ist der Weg der Zukunft. Das wird wahrscheinlich irgendwann in 5 Jahren ein allgemein akzeptiertes Screening-Verfahren. Ein weiteres wichtiges Thema bei der Fachtagung: schonende gynäkologische Eingriffe mit Hilfe der Endoskopie, die eine stationäre Behandlung ersetzen können. Die normale laparoskopischen Operationen, also Schlüssellochchirurgien, erlauben uns heutzutage praktisch alle gutartigen Erkrankungen der Patientin zu behandeln. Bei frühen Stadien von bösartigen Erkrankungen ist es ebenfalls möglich, diese durch Bauchspiegelungen zu behandeln und nicht unbedingt auf Bauchschnitte auszuweichen. Das ändert die Mobilität, ja. Das ändert das Leid der Patientinnen. Sie können nach 2-3 Tagen die Klinik verlassen. Beim Symposium gab es auch die Möglichkeit, interessante Erfahrungen zu machen. In einem Nähkurs an Schweinefüßen konnten Arzthelferinnen nachvollziehen, wie schwierig es ist, weitgehend narbenfrei Wunden zu verschließen.